Jesus erklärt: Ich bringe süße Früchte und Heilung hervor aus den bittersten Verlusten. 9. März 2017. Worte von Jesus durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann: Meine Leute, wenn ihr euch um andere kümmert, ähnelt ihr meinem Vater im Himmel, und ich kann nicht anders, als ihn in euch zu erkennen. Und oh, wie sehr ich ihn liebe! Eure barmherzigen Taten qualifizieren euch für immer mehr Salbungen. Nein, hier geht es nicht darum, sich Gerechtigkeit zu erarbeiten oder darum, Belohnungen zu verdienen. Es geht darum, sich um diejenigen zu kümmern und sie zu lieben, die keine Möglichkeit haben, es euch zurückzugeben. Wenn ihr die Mittel, die ich euch gebe, für jene nutzt, die meinem Herzen am nächsten sind, sei es Zeit oder Geld, was auch immer ihr für Gaben habt, entfacht dies in meinem Herzen eine überschwängliche Liebe, welche mich veranlasst, mit Segnungen in euer Leben einzudringen. Claire hat die süßen Früchte jener Fürsorge geerntet, sowohl bei ihrer Musik wie auch in ihrer Familie. Ich habe ihre Kinder in ihr Leben zurückgebracht, um in ihrer Mission mitzuarbeiten. Und für sie übertrifft dieses Geschenk alle anderen Gaben. O Herr, ich kann dir niemals genug danken für dieses so kostbare Geschenk. Und es wird noch mehr kommen, und ich werde dich vor jenen schützen, die sehen und hören und deine Zerstörung planen. Was sie für deine Familie planen, werden sie selbst ernten und nicht entkommen, was sie versucht haben, in das Leben meiner Treuen zu säen. Ich habe so viel Gutes für euch geplant. Dies ist erst der Anfang. Nun zum Film The Shack, die Hütte. Ja, den haben wir uns neulich abends angeschaut. Ich möchte nicht, dass meine Leute den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Mein Vater ist männlich, mein Geist ist männlich, ja, 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 all dies ist wahr. Aber jetzt möchte ich, dass meine Leute über das Offensichtliche hinausschauen. Satan hat die Vaterschaft absichtlich ruiniert und sie in so vielen Familien zu einem Schrecken gemacht. Aus diesem Grund werde ich gemieden, denn ich bin sowohl Gott als auch Mensch. Es ist zu einem Problem geworden, das einige dazu veranlasst, mich wegen meines Geschlechts zu meiden. Dieser Film, obwohl er mein Geschlecht nicht genau wiedergibt, hat es in der Tat geschafft, meinen liebevollen Charakter sehr gut darzustellen. Ich möchte euch, meinen Leuten, meinen Kindern raten, niemals auf die Idee hereinzufallen, dass ich eine Frau sei. Aber es gibt keine Frau auf Erden, die meiner Zärtlichkeit und Sorge für jedes von euch gleichkommen könnte. Steht es nicht geschrieben, siehe, ich reiche ihr den Frieden wie einen Fluss und die Herrlichkeit der Völker wie einen überfließenden Strom? Und ihr werdet genährt werden, ihr werdet auf der Hüfte getragen und auf den Knien gestreichelt werden. Wie eines, das von seiner Mutter getröstet wird, so werde ich dich trösten. Du wirst getröstet werden in Jerusalem. Das steht in Jesaja 66, 12 und 13. Jerusalem, Jerusalem! Die du die Propheten tötest und jene steinigst, die zu dir gesandt wurden. Wie oft habe ich mich gesehnt, deine Kinder zu versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Doch ihr wolltet nicht. Lukas 13, 34. Dies sind Sprachbilder, meine Leute. Dies ist nicht wörtlich zu nehmen. Es bedeutet, dass ich sanft, zärtlich und nährend bin.
Eigenschaften, die normalerweise der Mutter in der Familie zugeschrieben werden. Aber ich bin alles, was existiert. Die Eigenschaften einer Frau eingeschlossen. Sonst hätte ich sie nicht erschaffen können. Wenn ich die spezifischen Eigenschaften einer Mutter nicht kennen, verstehen und sie innehaben würde, hätte ich weder eine Frau noch eine Familie erschaffen können. Aber so wie es ist, habe ich es bestimmt, nämlich wer und was eine Frau ist. Jenes zärtliche, nährende Element kann im Zentrum der Familie stehen und sie zusammenhalten. Satan hat dies bis zum Äußersten verdreht und alles getan, was er tun konnte, um die Familie zu zerstören. Ja, er hasst mich, er hasst Mütter und Väter und er hat große Freude daran, Familien zu trennen, die dann zu seiner Beute werden. Aber lasst uns ganz klar festhalten, ich bin das männliche Haupt, euer Schöpfer. Ich habe euch erschaffen, um mich zu empfangen. Und deshalb möchte ich, dass jedes von euch zu meiner Braut wird. Denn ihr habt mich umarmt und von mir alles empfangen, was in eurem Leben ist. Ich habe euch erschaffen, um Leben von mir zu empfangen. So wie das männliche Element der Frau Leben gibt und ein Kind im Mutterleib entsteht. Und bitte verdreht meine Worte nicht. Das hat nichts mit sexueller Fortpflanzung zu tun, sondern damit, dass ihr alles empfangt, was ich euch gebe und dass ihr dann wiederum mit euren Gaben neues Leben hervorbringt. Wenn ihr anbetet, öffnet sich euer Herz, um Gnade von mir zu empfangen. Wenn ihr meine Worte studiert, öffnet sich euer Geist, um meine Unterweisung zu empfangen. Wenn ihr dient, rufe ich euch auf, eure Herde zu bemuttern, zu hüten und meine Liebesbotschafter zu sein. Die Liebe, welche in eure Herzen ausgegossen wurde, damit ihr sie überall aussät, damit andere dieses neue Leben empfangen und in mir wiedergeboren werden. Ja, ihr empfangt von mir und ihr bringt mit euren Gaben neues Leben hervor für die Zerbrochenen und Verlorenen. Dies ist in der Tat das wichtigste Element der Mutterschaft. Dieser Film hat also einige gute Elemente in sich. In der Szene vor dem Thron könnt ihr sehen, was es mich gekostet hat und was ich bereit war zu geben, um euch vor der Hölle zu bewahren. Das wird sehr gut dargestellt. Ich möchte, dass ihr aufhört, Mücken zu sieben und Kamele zu verschlucken, meine Leute. Das steht in Matthäus 23, 24. Die giftige Wurzel in der Mitte des Gartens war Verbitterung. Ich habe euch bereits gelehrt, dass ihr nicht zulassen dürft, dass diese Wurzel in eurem Herzen wächst. Die kleinen Maiglöckchen stehen für Vergebung und neues Leben im Frühling. Wenn jemand verletzt ist, neigt er zu Verbitterung. Wenn er aber vergibt, vergrößert sich sein Herz und Heilung fließt. Versteht ihr? So real dieser Film auch zu sein scheint, so ist es doch nur ein Film. Und die drei Personen, die meine dreifache Natur darstellen, sind lediglich Beispiele für die Eigenschaften meiner Gottheit. So viele sind von Vätern brutal verletzt worden. Verrat, Missbrauch, Gewalt, Egoismus, Vernachlässigung, Verlassenheit. Väter haben ihre Kinder schon sehr früh zerstört. Normalerweise ist es die Mutter, die ihrem Nachwuchs treu bleibt. Viele werden nichts Gutes über mich denken, weil sie von ihren Vätern oder den Männern in ihrem Leben zutiefst verletzt worden sind. Ich bitte euch also, den Kern der Geschichte nicht zu übersehen. Vergebung, Loslassen,
die Enttäuschungen des Lebens mit sanfter Entschlossenheit zu überwinden und mir zu erlauben, aus den bittersten Verlusten in eurem Leben süße Früchte hervorzubringen. Kommt zu mir wie ein vertrauter Freund. Vertraut darauf, dass ich euch helfe, die stürmischen Gewässer dieses Lebens zu durchschreiten, und weigert euch, an meiner Stelle auf dem Thron zu sitzen und eure Brüder und Schwestern zu richten. All diese Punkte sind gültig und biblisch und werden sehr geschmackvoll dargestellt. Ich bitte euch also, ohne den Schatten eines Zweifels meine männliche Natur zu kennen, aber lernt aus dem, was die Figuren dargestellt haben, dass ich euch bedingungslos liebe wie eine Mutter. Mein Geist führt euch sehr, sehr transparent und ist leichter zu betrüben, als ihr es euch jemals vorstellen könnt. Und ich liebe es, euch zuzuhören, in eurer Gegenwart zu sein, mit euch zu spielen und das Leben mit euch zu genießen und zu feiern. Ich bin immer zu eurer Rechten und ich werde euch niemals verlassen oder aufgeben. Ich verstehe eure tiefen Wunden und ich bin hier, um sie zu heilen.